Ja, Freunde der Sonne. Heute gibt es eine neue Serie. Willkommen dazu erstmal. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, das Phase Change Update, ich habe es schon gecheckt und so, was sie gemacht haben. Jetzt geben wir es uns mal Hardcore, oder? Also ich werde mal hier auf Minus anfangen und hier sehe ich schon hier ganz oben, ich weiß nicht, war das früher schon Acid Rain, also sauer Regen. Wird interessant. Genau, da starten wir jetzt und natürlich nehmen wir Stationers Level. Was haben wir denn hier? Genau, wir können nicht durch den Helm essen und trinken, das finde ich auch sehr vernünftig. Ja, okay, das ist halt hier ein Nachteil. Oh, okay, ich brauche viel mehr Jetpack. Ich habe da auf jeden Fall eine Idee für den Start, wer die letzte Folge gesehen hat. Genau, Folge existiert schon, wir überschreiben sie, draufgeschissen. Ich mache jetzt komplett neuen Start mit Video. Der Start ist ja das Wichtigste, das wollt ihr ja sehen, alle, oder? Jetzt wird nur nicht so viel gelabert. Am Anfang muss es jetzt echt schnell gehen. Ich baue auf jeden Fall erstmal hier ein Feld auf, 3 auf 3. Das will ich so als Lebensraum haben. Mit Wänden ist hier nicht wie bei dem Druck, die gehen ja alle kaputt. Also würfel ich mich jetzt ein. Ja, wo ist der Würfel? Wo ist der Würfel? Nein, ist der Länderweg. Okay. Kümmern wir uns nachher drum. Baue ich halt hier die Türen. War auch in Ordnung. Man muss immer sich auf Situationen anpassen. Ja, es ist hier nichts läuft 100% nach Plan. Vielleicht sollte ich mal für ein bisschen Jetpack sparen. Also Ziel ist klar, oder? Also möglichst schnell hier einen Raum hinkriegen, wo ich leben kann. Dann kommt hier die Tür hin. Dann bauen wir da noch einen hin. Okay, dann halt dich später. Später, Peter. So, jetzt weggeschweißt. Oh, den hatte ich gar nicht gebraucht wahrscheinlich. Dann geht schon wieder los. Den mache ich lieber. Den ja auch. Da ist er. Einmal Frames aus. Hier, oder? Stahl. Ah ja, hier sind die noch. Die nehmen wir auch mal mit.
Ja, beim nächsten Mal baue ich die Base vielleicht eins weiter hinten. Ja, jetzt machen wir es vollständig, oder? Und dann haben wir gescheiten Boden drin. Ist ja auch schön. So, der nächste Schritt ist jetzt die ganzen Kisten reinholen. Ah, nee, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Oh, das ist total wichtig. Das hätten wir am Anfang machen sollen. Das erste, was wir machen, ist den Druck im Anzug zu reduzieren. Da brauchen wir viel weniger Kühlung. Hey, du brauchst nicht so viel. Ah, ich will, dass das gerade so im weißen Bereich ist noch. Ja, auch hier sind wir richtig. Temperatur kann ein bisschen hoch. Soll er nicht frieren, oder? So, genau. Weiter im Programm. Kisten reinholen. Überhaupt alles reinholen. Erstmal rein den ganzen. Oh, was passiert? Erstmal rein den ganzen Scheiß. Ist der Länder auch nicht mehr im Weg? Immer rein in die gute Stube. So, da brauche ich Türen. Das ist nicht, gibt es hier noch eine? Nee, die war es auch nicht. Das ist die hier. Hier sind die Türen. So, jetzt wird erstmal hier Schrott getauscht. Das hier brauche ich nicht, das kommt später. Nicht so. Dich nehmen wir noch mit. Pipes können wir auch gleich mal mitnehmen. Und die Active Fans. Sehr gut, sehr gut. Mit den Türen. Ich habe eben mal geschaut, die Composite-Tür, die sollte den Druck eigentlich genau aushalten. Also es passt schon, dann baue ich die jetzt einfach hier hin. Haben jetzt noch ein paar Frames. Und kommt hier noch ein Frame hin. Ne, der nicht. Da kommt einer. So, und das war's mit den Frames. Jetzt wird das Zeug mal aufgebaut. Müssen wir erstmal zusammenschweißen jetzt. Wo sind die Sheets? Müsste ich weggeschmissen, oder? Ich die weggeschmissen? Nein, wo habe ich sie hingeschmissen? Hier. Also, das ist mein erster Versuch jetzt, Stationary Level, Survival. Ne? Also, das, was ich hier jetzt mache, ob das was wird, das kann ich noch nicht sagen, aber dann könnt ihr mich scheitern sehen, das ist ja auch was wert.
Okay, kurz Pause, überlegen, was muss ich jetzt, was kommt als nächstes? Genau, ich muss die Stromversorgung möglichst schnell online kriegen, würde ich sagen. Also als nächstes mal die Tür verkabeln, dass ich Luft abpumpen kann und dann jetzt gleich die Stromversorgung aufbauen. Genau, das ist der Plan. Also die Pipes kann ich jetzt schon mal hinstecken. Die gehen noch. Das mal rausgefunden, die explodieren hier schlecht, wenn die am Frame dran sind. Machen wir das jetzt so. Gibt hier noch keine Passive-Fans, ne? Also, was will ich machen? Stylisches Konstrukt hier. Wird schon explodieren, hoffe ich. So, und dann haben wir gesagt, Power klar machen. Brauchen wir den hier. Solarzellen wäre noch nett. So, Power will ich, dass hier reinkommt. Von oben. Okay, weiter im Programm. Nicht so lange rumtun. Okay. Ah, stopp, stopp, stopp. Du kannst gleich hier bleiben. Du auch. Jetzt machen wir unten die Verkabelung noch schnell. Airlock rein. Okay. Türen aufbauen. Da brauche ich Plastiksheets. Die Glassheets kann man auch gleich mitnehmen. Nein. Ich habe hier noch was gemacht, damit vorher der Sound nicht lauter. So. Jetzt können wir auch ein bisschen was hören. So, und die Türen stehen. Solarzelle. Solarzelle ist noch nicht fertig. So, Solarzelle ist fertig. Dann kannst du es eigentlich schon losgehen. Genau, entspringen wir das Ventil erstmal. Ich brauche eine Batterie. Da leuchtet es. Ausgezeichnet.
Ein Kabel vergessen. Nein, nee. Ja, kein Problem, wir haben Zeit. Wir haben massig Zeit. Glaube, jetzt habe ich es sogar. Ja. Gleich machen. Okay, sehr gut. Ausgezeichnet. Dann beschleunigen wir das mal. Du bitte hier und du. Ja, ich befürchte, hier oben geht es wieder nicht. Explodier halt hier. Sehr gut. Hier haben wir unser Ventil. Hier haben wir das nächste Ventil. So, und dann raus mit der Luft. Und Druck sinkt, kriegt die Luft raus. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, scheiße, ist der Tank nicht irgendwann voll? Scheiße, okay, muss ich einen Tank verballern. Naja, passt schon. Aber wir haben eine Hütte jetzt schon mal. Kriegen jetzt mal Sauerstoff hier. Kriegen schon mal Strom rein. Das ist doch schon mal nice. Hier würde ich jetzt mal ein Safe machen. Das darf ich auch auf Station erst noch, oder? Safe machen. Puh, ja, das war das Stressigste. Also die nehme ich jetzt später in Betrieb. Das ist jetzt auf gar keinen Fall. Eigentlich könnte ich es mir sparen, aber es ist ja wurscht. Solange er den Raum leer pumpt, was will ich machen, oder? Du sagst es. Ach so, dann liegt der jetzt über die Batterie. Sind die beiden. Solange noch keine Sonne da ist. Ach so, und das ist aber jetzt schlecht. Ich brauche jetzt die Energie für die Base hier. Soll ich ihm vielleicht ein bisschen mehr Druck geben? Ich, oben das rote Symbol. Hoffentlich habe ich keinen Lungenschaden jetzt. Nee, passt nicht. Alles gut. Hey, wir haben den Sauerstoff draußen, oder? Sind wir schon auf Null? Ja, hier wird noch Temperatur angezeigt. Bisschen haben wir noch. Ah, jetzt wird es viel entspannter. Jetzt pumpen wir alles raus und dann mache ich nochmal ein Save und dann werde ich mal schauen, ob das passt. Wenn ich hier 20 Kilopascal Sauerstoff reinfülle, dann hätte ich jetzt schon mal eine kleine Atmosphäre, ein bisschen, wo ich meinen Helm öffnen kann und dann mal halt
essen und trinken kann. Das wäre natürlich nice, oder? So essen und trinken auf der Venus. Boah, dass die Batterien leer lutscht. Ich hab keinen Strom. Oh, das Ding kann ich. Jetzt hat es mal Verwendung. Das muss ich gleich hinlegen, muss man dran denken. Ja, okay, ist nur CO2, passt schon. Spar dir den Strom, wenn sonst nichts weiter hier ist. So, jetzt gibt es einen Safe, ich mach mal einen neuen. So, jetzt aber. Genau, jetzt testen wir das mal hier. Tiefer als 6 gehe ich nicht. Bis 6 Megapascal gehe ich runter. Okay, das sind 11 Kilopascal. Ich probiere es jetzt mal, ob das passt. Also zumindest wohlfühlen wird das ich nicht, aber dass ich halt nicht sterbe und keinen Schaden bekomme. Gelockt, oder? Okay. So, also dann. Das scheint sich zu passen. Okay, ja, läuft, läuft. Ja, Freunde, das ist mal für den ersten, ich bin schon voll fertig mit der Welt. Für den ersten Teil vom Video ist es jetzt schon mal ganz gut gelungen. Wir haben eine schöne Base, eine kleine Atmosphäre drin, können essen und trinken. Und genau, ab jetzt geht es dann los, muss man sich überlegen, okay, was ist jetzt wichtig, was ist das Erste, was ausgeht. Wahrscheinlich Sauerstoff wäre das Wichtigste. Genau, also für heute war es das erstmal und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bye bye.